Wasserstoff, Power für den Wandel? Das war das Motto des diesjährigen 10. Energiecamps in Murau. Die Jubiläumsausgabe Energiecamp Murau der Holzwelt, die im Auftrag des Landes Steiermark am 25. und 26. April 2024 wieder im Brauhaus zu Murau über die Bühne ging, war besonders gut besucht und der Energieträger Wasserstoff gut gewählt. Teilweise auch hochqualifizierte Leute, die was wir in den letzten 10 Jahren da gehabt haben und auch immer wieder interessante Themen. Das hat uns zu einer hochkarätigen Veranstaltung gebracht. Und die, was sich heute auch sehen lassen kann, und beim heutigen Energiecamp rund 150 Teilnehmer, ca. 100 Teilnehmer via Livestream auf den Online-Bildschirmen, es gibt 250 Personen und das in Murau zu einem Thema, was nicht alltäglich ist, also wir können nur sehr stolz sein drauf. Die Themenbereiche, die hier in den letzten Jahren diskutiert worden sind, sind alle top aktuell und in Wirklichkeit ist das Energiecamp immer noch einmal einen Schritt voraus in der Themensetzung dessen, was wir bewältigen müssen in Aufgabenstellungen, die wir als Energiewende bezeichnen. Und für mich ist das Energiecamp Murau zum Alpbach der erneuerbaren Energie geworden, weil es ganz wichtig ist, in einem sehr sachlichen, gut aufbereiteten, aber hoch wissenschaftlichen Bereich auch Themen zu diskutieren, sich ein Bild zu machen von dem, was wir zu tun haben, und gemeinsame Bilder brauchen wir. Und da müssen wir nicht nur Fachleute mitnehmen, sondern da müssen wir alle Menschen in der Steiermark mitnehmen, damit wir etwas schaffen, was nicht nur aufgrund des Klimawandels ein Thema ist, nicht nur, weil wir etwas für die Umwelt tun wollen, sondern weil wir unabhängig werden wollen in der Energieversorgung. Ich freue mich, dass wir hier ein fachkundiges Publikum haben, Praktikerinnen, Praktiker. Wir wollen einfach aufzeigen, die Energiewende hat begonnen, wir werden den Weg weitergehen. Das hilft uns, unsere Energieversorgung nachhaltig, sicher, aber auch leistbar zu machen. Und da ist eine gute Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen, zu schauen, was funktioniert und die nächsten Schritte Richtung Zukunft zu machen. Die Frau Landesrätin Lackner hat heute schon gesagt, sie würde fast sagen, das Alpbach der Energievision, und diese Entwicklung soll auch in den nächsten Jahren so weitergehen. Highlights waren insgesamt, glaube ich, wenn man es zusammenfassen will, der gesamte Entwicklungsprozess. Also wir haben verschiedenste Energieträger immer wieder in den Fokus gestellt, vom Holz angefangen bis hin zu Speichermedien im Feuer, bis heute zu dem Thema Wasserstoff. Ist es Teil oder ist es überhaupt ein wesentlicher Player in der Energiewende? Ich bin überzeugt, dass das auch in den nächsten Jahren noch steigerungsfähig ist und diese Steigerung auch erreicht wird. Vor dem Beginn konnte man sich im Freien einen kleinen Überblick über wasserstoffbetriebene Fahrzeuge und die Wasserstoffenergiezelle Johann der Holzwelt Murau machen. Es ist ein ganzes Team hinter der Entwicklung vom Energiespeicher Johann. Wir arbeiten in Dobel daran, dass wir Privathaushalte und Gewerbeobjekte energieautark machen, soweit es möglich ist. Das machen wir unter anderem mit unserem Gasspeicherbündel. Das heißt, wir produzieren dezentral Wasserstoff, speichern den im Sommer ein und machen den im Winter nachher nutzbar. Und dafür gibt es unseren Energiespeicher Johann, wo wir gerade Pilotanlagen aufbauen. Wie wird Wasserstoff gewonnen? Wo ist er bestens einsetzbar und welche Rolle könnte er für die Energiewende in Österreich spielen? Dazu wurden wieder Top-Speaker begrüßt. Es geht darum, wie schaut die Energiezukunft aus, wenn wir auf Erneuerbare umstellen. Da macht der Klimafonds sehr viele Programme, fördert auch sehr viel. Und für uns ist einfach wesentlich zu schauen, welche Entwicklungen gibt es, welche Wege kann man gehen, wenn wir wirklich komplett auf erneuerbare Energien umstellen wollen. Welche Wege wären das? In erster Linie ist das eine Überführung in ein Stromsystem. Das heißt, wir haben sehr viel Energie aus Strom, erneuerbaren Strom. Und dann wird es begleitend auch noch Wasserstoff geben, das Thema von der Konferenz heute. Das heißt, wir werden aus erneuerbaren Energien, aus erneuerbaren Strom auch Wasserstoff zur Verfügung stellen können. Und so schaut das Energiesystem der Zukunft in groben Zügen aus.
Ja, also generell, es gibt, wie ich schon ausgeführt habe, einige Ziele in der Wasserstoffstrategie und momentan gilt es halt darum, Wasserstoff vor allem wettbewerbsfähig zu machen für die österreichische Wirtschaft, damit das eben auch ein Hype bleibt und Innovationen hervorgehen und wir auch erfolgreich unsere Industrie und unsere Wirtschaft dekarbonisieren. Die österreichische Wasserstoffstrategie fokussiert sich auf klimaneutralen Wasserstoff, das ist primär erneuerbarer Wasserstoff, aber auch blauer und türkiser Wasserstoff, wobei der noch in der Entwicklung ist. Und die prioritären Verbrauchssegmente sind vor allem die Industrie, weil da wird es am dringendsten benötigt werden, weil die schwer zu dekarbonisieren ist in manchen Bereichen, vor allem in stofflicher Hinsicht, Hochtemperaturprozesse, ja, aber auch in der Stahlerzeugung. Für schwer elektrifizierbare Bereiche der Mobilität wird es auch noch wichtig sein oder ja, auch im Energiesystem allgemein. Im PKW-Segment, weil da war Wasserstoff lange, lange im Gespräch als absoluter Ersatz für die Verbrennungskraftmaschinen betriebenen Fahrzeuge, weil eben Wasserstoff so hohe Reichweiten darbietet. Das stimmt auch nach wie vor. Hier ist der limitierende Faktor ganz eindeutig die Batterieentwicklung. Die Batterien haben sich besser entwickelt, schneller entwickelt als ursprünglich angenommen. Deshalb ist der Wasserstoff hier etwas ins Hintertreffen geraten. In Bezug auf den Schwerlastverkehr, ganz klares Hindernis ist die fehlende Infrastruktur. Wir haben bis dato keine wirkliche Infrastruktur, was Wasserstoff betrifft. Wir haben eine Tankstelle in Graz, wir haben zwei in Wien, wir haben eine in Linz und eine in Innsbruck. Das ist hier der größte Hemmschuh. Nichtsdestotrotz bin ich absolut davon überzeugt, dass sich das länger perspektivisch auf jeden Fall bereinigen wird und auch die Infrastruktur nachziehen wird. Umweltfreundlich bedeutet ohne CO2-Emissionen. Also das können wir am besten mit Wasserstoff erreichen. Wasserstoff ist ein hochwertiger Brennstoff. Das ist auf einer Seite. Auf der anderen Seite, warum Hochtemperatur? Deswegen, weil wir jetzt nicht gleich mit diesen Alternativen oder sozusagen Next Generation Technologien starten können. Das bedeutet, wir brauchen auch Übergangslösungen. Und Hochtemperaturtechnologie ist genau das, was uns eine gute Übergangslösung gibt. Das bedeutet, wir können doch konventionelle Brennstoffe zum Beispiel umsetzen. Wir erreichen einen deutlich höheren Wirkungsgrad, also fast zweimal höheren Wirkungsgrad, deutlich weniger CO2-Emissionen dadurch. Wir können unterschiedliche Brennstoffe umsetzen. Wir können sogar CO2 zum Beispiel verwenden aus Atmosphäre, aus Industrieabgasen, um Brennstoffe zu produzieren. Und wenn wir sagen, wir haben nur Wasserstoff als Brenngas, wir können diese Technologie dann auch als diese nächste Generation Technologie verwenden. Die TU Wien hat sich committed zum Thema Wasserstoff. Also hier gibt es, wird es auch eine Forschungsstrategie in diesem Themenbereich geben. Wir sind ja sehr breit aufgestellt und wir beschäftigen uns zum Teil mit Grundlagenforschung. Gibt es auch jetzt ein tolles neues, einen neuen FEF, Cluster of Excellence, der sich mit Grundlagen der Katalyse im Bereich Wasserstoff, also elektrochemische Katalyse, Wasserstoff als Reaktionsmedium zur Herstellung von verschiedenen Chemikalien, von Ammoniak, von Methan, von Methanol und anderen Stoffen beschäftigt. Ganz eine spannende Thematik, so an der Schnittstelle zwischen Physik und Chemie. Wir als Verfahrenstechnikerinnen und Verfahrenstechniker beschäftigen uns natürlich mit den großskaligen Themen. Also das heißt dort, wo wir große Anlagen brauchen, wo wir Anlagentechnik brauchen, die dann entsprechend eine Wasserstofftechnologie ausholbar macht. Der Wasserstoff wird nicht, wie so oft gesagt wird, bloß der Champagner in der Energiewende sein. Er wird eine bestimmte Rolle haben. Das ist heute in den Vorträgen sehr schön, gerade im Rahmen von industriellen Prozessen herausgekommen. Jetzt ist dieses Thema im Energiecamp Mura heute wirklich so umfassend beleuchtet worden. Für das Land Steiermark ist das Energiecamp wirklich eine Vorzeigeveranstaltung schon seit 10 Jahren. Wir unterstützen das Energiecamp auch schon seit vielen Jahren mit den Mitteln des Landes Steiermark, weil es uns einfach wichtig ist, diese energierelevanten Informationen auch ganz allgemein herauszubringen, dass diese Informationen einfach zirkulieren können. Ein überaus erfolgreiches 10. Energiecamp in Murau.